vorstellt. Dass das auf der einen Seite ein amerikanischer Brauch ist, auf der anderen Seite ein keltischer Brauch, auf der anderen Seite ein religiöser Brauch. Dabei ist das nur, sind das nur Halbwahrheiten oder nur das, was wir heute so überliefert bekommen haben oder was wir glauben zu wissen. Denn wir erinnern uns immer nur an das, was vorher war. Also wir Menschen haben ja die Tendenz, sehr viel zu vergessen oder zu verdrängen oder die Geschichte, die nicht aufgeschrieben wurde. Und das passiert halt da alles so in diesen Überlieferungen. Und Überlieferung ist immer Überlieferung. Das heißt, wir haben nicht das Reine. Es wurde überliefert von jemandem. Aber wenn wir uns auf den Weg in das Innere machen, wenn wir uns verbinden über unsere Kanäle, über unsere Intuition, über unsere Herzöffnung, aber auch natürlich über unsere Geistöffnung, dann lernen wir, dass Halloween oder auch dieser Übergang, dieses Lichtvolle letztendlich dazu gedient hat oder dient, immer noch dient, um uns daran zu erinnern, dass wir uns selbst in die Dunkelheit gesperrt haben. Also wir sind immer noch gefangen in diesem Thema Schuld und Sühne, und zwar weil wir uns ausgeschlossen haben, das hat schon begonnen bei Atlantis oder wahrscheinlich schon davor, dass wir nicht mehr anerkannt haben, dass wir Lichtwesen sind, dass wir uns dafür bestrafen, dass wir unser lichtvolles Dasein selbst zum Einsturz gebracht haben, weil halt Missgunst, Neid, Machtkämpfe, Ohnmacht, was auch immer alles dazu geführt hat, Manipulation, uns letztendlich aus unserem bedingungslosen Zustand des Lichtes und der Lichtenergie hinausgeschmissen hat. Also man muss sich vorstellen, wir sind alle Lichtwesen, waren immer Lichtwesen, werden auch immer Lichtwesen sein, egal was uns erzählt wird. Wir haben gelebt, wir haben das Licht gelebt, wir haben gewusst, was es bedeutet, zu manifestieren, aufzubauen, im Geiste zu arbeiten. Wir haben gewusst, was es bedeutet, Schöpferkraft zu sein, mit dem Licht zu gestalten, zu heilen, zu formen, was auch immer alles dazugehört. Also wir haben das Paradies auf Erden gelebt, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir erkannt haben, dass vielleicht der eine besser sein könnte als der andere, stärker, größer. Und als die Grabenkämpfe begonnen haben, haben wir Stück für Stück uns selbst rausgedrängt aus dieser Lichtenergie, aus diesem lichtvollen Dasein. Und als uns das bewusst wurde, haben wir als Kollektiv uns dafür eingesetzt und gesagt, solange wir das nicht alle wieder erlangen, diesen Zustand, bleiben wir in diesem karmischen Rad aus Schuld und Sühne. Und wenn wir uns jetzt einmal besinnen und einmal schauen, was passiert denn in der Natur oder was haben wir in der Natur jetzt für Möglichkeiten? Früher war es Sitte, um diese Zeit den Samen von der Spreu zu trennen. Also wir haben geschaut, welche Samen können wir mitnehmen ins nächste Jahr, welche Samen sind alt, sind verdorrt, sind verfault. Das wurde alles geteilt und man hat nur die guten Samen über den Winter mitgenommen, damit man sie im Frühjahr wieder sehen hat können. Und genau so ist dieser Prozess auch jetzt zu verstehen im November. Geht es immer darum zu schauen, was ist gut in meinem Dasein, was ist gut in meiner Mitte, was ist gut in meinem Sein, was möchte ich gerne loslassen, was gehört einfach vernichtet, was gehört transformiert, was gehört aufgelöst. Denn wir beginnen uns jetzt zurückzuziehen in unsere Mitte, so wie die Natur sich zurückzieht in die Mitte, um in der Mitte das Neue entstehen zu lassen. Und zwar aus der Mitte heraus entstehen zu lassen. Nicht von oben, nicht von unten, sondern aus der Mitte heraus entstehen zu lassen. Und in der Mitte heilt alles, was noch nicht in der Heilung ist. In der Mitte findet alles seine Zeit zur Reifung. In der Mitte findet alles die Zeit der Vorbereitung. Darum ist es so wichtig, in diese Mitte hineinzugehen, uns die Zeit zu geben, zu sagen, ich ziehe mich zurück, uns die Zeit zu geben, zu sagen, ich bleibe ganz bei mir. Ich schaue jetzt diese beginnenden Monate, es ist nicht mehr lang bis Weihnachten, diese Rauhnächte, diese dunkle Zeit mitzunehmen, bis das Licht dann endgültig wieder in seiner Vielfalt, in seiner Größe geboren wird und ich erkenne, dass ich
Schöpfer bin, dass ich Schöpferin bin des Lichts und der Manifestation und der Energie. Und wenn man jetzt die ganzen astrologischen Zeichen deutet, es geht darum zu erkennen, dass wir nichts mehr mit harter Arbeit erreichen. Das ist also diese Vorstellung, mit harter Arbeit etwas erreichen zu können, ist einfach sowas von veraltet und passé. Mehr geht gar nicht. Es geht darum, mit freier Arbeit, mit lichtvoller Arbeit, mit Arbeit, die mir Freude bereitet, wo ich sage, da schwinge ich mit, da bin ich in der Erfüllung, da bin ich in der Freude, da bin ich im Aufbau, da bin ich im Elan, da bin ich in der Schöpfung. Das ist ein Schöpfungsprozess. Dann bin ich bereit, in dieses Licht wieder einzutreten. Und es soll uns bewusst werden, mit jeder negativen Information, mit jeder negativen Energie, die wir aufnehmen, ob das jetzt über Nachrichten ist, über Erzählungen, über Begegnungen. Wenn wir in dieser Energie verweilen wollen, dann erschaffen wir mit dem anderen negative Energie. Und wenn wir raussteigen aus dieser negativen Energie und uns ganz bewusst immer wieder positiv ausrichten und sagen, mit was erschaffe ich? Glauben wir wirklich, dass wir als Mensch unsere monumentalen Gebäude mit Muskelkraft erschaffen haben? Mit der Kraft des Tieres? Ist das wirklich unser Glaube? Oder glauben wir das, dass Außerirdische gelandet sind, um für uns das zu bauen? Ist das wirklich unser Glaube? Oder wollen wir uns nicht ähnlich darauf besinnen und zu sagen, wir, jeder von uns, jeder, jede, sind ganz lichtvolle Menschen, Wesen und wir haben Lichtkräfte, die uns nur im Ansatz erst bekannt sind. Und wir sind jetzt am Beginn einer Geschichte. Also wir schreiben jetzt Geschichte, wir sind Geschichtsschreiber. Und wir können jetzt die Geschichte mitschreiben, wenn wir uns darauf besinnen, wer, was wir sind. Und wenn wir zurückkehren in dieses Wissen, dass wir Lichtwesen sind und diese Zeit jetzt nützen, dann tragen wir dazu bei, dass sie das wieder entfalten kann, dass das wieder sichtbar werden kann. Denn zu Halloween sind die Schleier ganz dünn. Das heißt, wir können ganz leicht wählen, in welche Energie wollen wir einsteigen. Darum gibt es ja auch diese Schattenwesen, die zu Halloween scheinbar aus der Erde kommen. Ja, warum kommen die Schattenwesen aus der Erde? Weil es uns mit unseren Schatten konfrontiert. Und weil wir diese Schattenwesen erkennen dürfen und in Licht transformieren dürfen. Weil wir uns entscheiden dürfen, welchen Samen nehmen wir mit? Welcher Same darf uns dienen? Und da geht es jetzt wirklich darum, endgültig zu sagen, es ist vollkommen egal, welche negativen Meldungen da im Außen herumschwirren. Ich bleibe dabei. Und spätestens, oder die letzten 2,5 Jahre müssen uns jetzt gelehrt haben, dass alles das, was wir gewusst haben, von Anbeginn an gefühlt, gerochen, wahrgenommen, dass das alles bestätigt wurde, dass das alles Realität wurde. Das heißt, wir haben das von Anfang an gewusst, in welche Richtung das läuft. Wir haben es gewusst. Und jetzt geht es darum, mit all unserem Wissen genau gleich zu verfahren, zu sagen, was weiß ich, und diesem Weg folge ich. Und es ist mir vollkommen egal, was im Außen irgendwer irgendwo glaubt, meint, erzählt. Es ist mir egal, ich folge dem, was ich spüre, meinem Wissen und meinem Glauben gemäß. Und dann nützen wir diese Zeit von Halloween, das heißt nichts anderes als Allerheiligen, und Allerheiligen heißt nichts anderes als wie Licht, die Heiligkeit, die Helligkeit, das Licht. Ich bin heil, ich bin Licht, ich bin Lichtkraft. Das ist das, was uns diese Zeit jetzt einfach ganz klar aufzeigt, bis hin zu Weihnachten, wo das Licht dann wieder geboren wird und in seiner Größe erscheint. Und alles andere kann man ausblenden. Wieder zurück in unsere Lichtstätte, wieder zurück in unsere Lichtqualitäten, wieder zurück in unser lichtes, helles Wissen. Aller Heiligen, allem Licht, allem Wissen folgend. Gut, und in diesem Sinne möchte ich euch ja jetzt zu Beginn der Meditation darum bitten, das Wissen um den Beginn herzunehmen, denn im Samen liegt die Frucht. Und einfach zu sagen, wie möchte ich denn jetzt
Ja, die Kelten haben das neue Jahr gefeiert, aber das Jahr zu Ende. Wir steigen jetzt in das neue Jahr ein. Was möchte ich mitnehmen in mein neues Jahr? Wie möchte ich mein neues Jahr beginnen? Der Zauber liegt im Anfang. Soll uns einfach bewusst sein, wie im Innen, so im Außen, wie wir beginnen, jeden Tag, jede Stunde, jeden Wochentag, jede Woche. Wie möchte ich beginnen? Immer zurück zum Anfang. Gut, dann beginnen wir jetzt mit der Meditation, um den Heilkreis zu öffnen, um dann weiterzugehen in die Meditation von Halloween. Schaut sie bitte, dass ihr alle stumm geschalten seid.